So, hallo und alle zur nächsten Folge von 5 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Heute habe ich wieder 5 Dinge rausgesucht, die waren mal wieder knifflig rauszusuchen. Es gibt aber so ein paar What the fuck Geschichten drin. Es wird mysteriös zwischendrin. Manchmal passieren Dinge, obwohl sie da passieren, aber da nicht. Und ich würde jetzt den Illuminaten-Sound einblenden, aber ich weiß nicht, ob der irgendwelche Lizenzen bedarf. Und in der Regel, wenn man was nicht weiß, dann lässt man da die Finger von. Egal. Was ich damit sagen will, wenn ihr gute Ideen habt, schickt sie ein, dann kommen sie eventuell in der nächsten Folge mit dran, in Form eines Kommentares unter dieses Video. Wenn ihr gute Ideen seht, wertet diese mit einem Daumen nach oben, damit das für mich einfacher ist, die rauszusuchen. Dann geht's auch schon los mit der ersten Geschichte. Boom. Die erste Sache heute ist von Simlay007 und er schreibt, ab einer Höhe von ungefähr 615 verschwindet man wie bei einem Unsichtbarkeitstrank. Falsch, nicht ab einer Höhe von 615, bei mir schon viel, viel früher, als ich das jetzt ausgetestet habe, und zwar... Ich habe hier mal kurz meinen lieben Spark, ne, so F5, ja, ne, von meiner Welt, ne, und dann gehe ich mal so nach oben. Ich fliege so ein kleines bisschen nach oben. Und jetzt wird es langsam mysteriös. Okay, noch nicht ganz, ich muss noch ein bisschen fliegen bis zum maximalen Bauhöhe. Aber dann fängt es so langsam an mysteriös zu werden, mysteriöser. Und jetzt müsste ich den Sound schon einblenden. Nein, jetzt noch nicht. Ja, jetzt muss ich ihn einblenden. Wie gesagt, mache ich nicht, aber guck mal da, ab der entsprechenden Höhe wird man unsichtbar. Theoretisch, der Charakter wird nicht mehr dargestellt. Das ist bei mir jetzt an der Stelle bei 258. Das ist sehr strange. Also hier, ich fliege, manchmal flackern wir, glaube ich, auch wenn man nach unten guckt, dann wird man nochmal sichtbar schnell. Aber wenn man so ein bisschen schräg nach oben guckt, ist man weg. Da, weg. Da, weg. Da, weg. Und das ist mysteriös. Ich bin der unsichtbare Spark. Weiter geht's. Die nächste Sache ist ebenfalls wiederum mysteriös. Erstens, wenn ich nach oben gucke, habe ich irgendwie 2000 FPS. Zweitens, von Tollpatsch LP, noch eine Sache, die man nicht zwangsläufig wissen muss. Also, man kann einen Eisengolem im Game Mode 1 nicht bauen. Man kann keinen Eisengolem im Game Mode 1 bauen. Und das ist doch sehr mysteriös gewesen. Da fragen die sich, hä, wieso? Wieso, weshalb, warum? Und ich habe das Ganze mal folgendermaßen gemacht. Ich habe das auch mal ausgetestet, und zwar... Gehe ich mal ganz kurz hin. Ein Eisengolem baut man, indem man hier zuerst den Körper macht. Bam, bam. Eisenblöcke, das ist massives Eisen, heißt auch Block of Iron. Bam, bam. Und dann einen Kürbis draufsetzen. Achtung. Nichts passiert. Das war der beliebte Game Mode 1. Jetzt gehe ich allerdings mal in den Game Mode 0. Und jetzt baue ich mal hier einen Eisengolem. Golem, Golem, Golem. Ist übrigens kein Cut, nichts drin. Golem. Golem. Da haben wir den Golem, Survival Mode. Allerdings hat das nichts mit Survival Mode zu tun. Auch im Game Mode 1 kann ich hier einen Eisengolem bauen und der funktioniert. Gerade irgendwie. Jetzt ist es echt mysteriös. Folgendes, ich habe es vorher ausgetestet. Und zwar lag es irgendwie an Chunks. Ich habe hier so zwei Chunklöcher. Hier drüben hat das funktioniert, im Eisengolem bauen. Hier hat es nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich jetzt so gemacht, so die Anleitung, dass hier Creative Mode nehmen, hier kein Creative Mode, weil hier ging es auch schon die ganze Zeit auch mit Creative Mode. Aber anscheinend geht es jetzt mal wieder nicht. Das heißt, irgendwie ist da der Wurm drin. Ich habe nur die normale 181 mit Optifine drin. Geh mal weg da, du Pony. Ich will einen Eisengolem bauen. Und wenn ich hier einfach jetzt versuche, einen Eisengolem zu bauen, entsprechend stellen, man muss den Kürbis halt immer zuletzt setzen, das ist klar. Geht's nicht. Eben gerade ging es, jetzt geht's wieder nicht. Wahrscheinlich, weil der eine Golem schon da ist oder weil man nicht so viele Golems hier haben darf. Ich mach den nochmal schnell weg. So. Es ist buggt irgendwie mit rum und teilweise an den Game Modes, nicht an den Game Modes. Ich teste es nochmal aus. Wir haben hier gerade die Form und. Okay, geht nicht. Dann im Survival Mode. Kürbis abbauen. Kürbis setzen. Geht auch nicht. Kannst auch vergessen, auch wenn ich hier nochmal neu einen probiere. Vielleicht hast du mit Ausrichten zu und ähnlichem. Ich habe das Gefühl, in... Hier geht's wieder. Es ist mysteriös. Folgendes. Die Dinge, die du nicht wusstest an der entsprechenden Stelle. Aktuell kann man manchmal und manchmal nicht Eisengolems bauen. Aus welchem Grund? Das war einfach zum mysteriös. Ah! Ich muss mit reinnehmen. Kann das jemand erklären? Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr strange. Liegt das am Schnee? Liegt das am... Keine Ahnung was. Jetzt geht's wieder nicht. Ist verrückt. Ist verrückt dabei. Game Mode 1 muss es aber auch gehen. So ist selbst auch beim Wither passiert, als ich den Wither in der letzten Folge spawnt. Hier unten konnte ich einen bauen, da oben konnte ich keinen bauen. Hier konnte ich, da nicht. Nee, Quatsch. Doch, da oben konnte ich nicht, hier konnte ich. Das war übelst... Geht das hier? Bam, 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 bam. Ha, geht. Sicher, dass das geht. Ich probiere es nochmal. Nur zur Sicherheit. Ha, geht auch. Aber hier vorne anscheinend... Geht es?
Nicht. Wo die kannst du vielleicht liegt es am Schnee oder so. Geht das hier? Ah. Hier geht's wieder. Aber hier oben geht's nicht. Hier ist auch komplett Blöcke, ist überall Platz. Geht nicht. Geht das daran? Geht nicht. Nein, der steht komplett frei. Keine Ahnung. Weiter geht's. Dann die nächste Sache ist von The Mystery Man. Ich habe mir für mich das Bedeutendste an der Stelle rausgesucht. Das war die zweite Geschichte. Wenn man ein Enderperl in Netherportal wirft, dann passiert nichts. Wenn man es aber ein Endportal wirft, dann wird man es entteleportiert. Ich war mir eigentlich schon recht sicher, dass meistens nichts passiert. Guck hier, kannst du schmeißen, wie du willst. Bären verschwinden einfach. Und da die halt crossdimensional nicht wirken, klappt's nicht. Allerdings beim Endportal an der entsprechenden Stelle scheint es doch zu funktionieren. Da habe ich hier hinten wo noch eins gesetzt. Moment. Irgendwo hier muss in den Tiefen noch ein Endportal sein, da. Und jetzt ist es auch nochmal aus. Ich muss halt einen Game-Mode-Nummer an der entsprechenden Stelle. Wenn ich hier eine reinfeuer, volle Möhre, wird mal geportet. Aus welchem Grund auch immer. Oh, und hier haben sich, glaube ich, ein paar Mobs gesammelt und Tiere, die durchs Portal gefallen sind. Also, genauso wie das Endportal mal Sachen durchschicken kann, kann man die auch durchs Netherportal durchschicken oder. Nein, genauso wie man das Netherportal schicken kann, kann man es auch durchs Endportal schicken. Da. Allerdings, sind die doch mal noch leicht unterschiedlich zwischendrin. Ist ein bisschen komisch. Weiter geht's. Dann die nächste Sache ist von Cyclan spielt oder Cyclan spielt. Stirbt ein Mob durch Fallschaden, setzt die Umfallanimation bereits in der Luft an. Klartext. Das Vieh, was runterfällt, kippt um, bevor es überhaupt erst auf dem Boden aufprallt. Also anstatt mit den Armen zu rudern oder mit den Pfoten zu rudern, fällt das einfach schon um, bevor es überhaupt aufprallt. Also, oh, ich sterbe gleich in 2 Sekunden. Ach, ich fall schon mal um. Und, das Ganze ist nicht so einfach sichtbar. Ich versuche es ein bisschen Zeitlupe zu machen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das stimmt. Deswegen, ich zeige dir mal ganz kurz ein Schwein. Ich werfe das und es fällt eigentlich schon so ein bisschen um, bevor es unten aufkommt, ne? Ich hau es nochmal hin. Bam. So, und jetzt probiere ich es nochmal, indem ich das Zeitraffer oder Zeitlupenstil mache. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, ich probiere es nochmal. Egal, ich teste mal aus und eventuell wird es dann Zettel und dann verlangsamt. Aber ich habe auch das vom optischen, einfach nur so vom Sehen das Gefühl, das Ding fällt um, bevor es überhaupt aufprallt. Okay, weiter geht's. Dann die letzte Sache von heute ist mir selbst aufgefallen, als ich einen falschen Fakt versucht habe zu testen, ob das geht oder nicht. Und zwar hat jemand halt ein Buch was geschrieben und dann wollte es im Amboss umbenennen. Und dann konnte man darin nicht mehr weiterschreiben. Allerdings geht das doch. Also ich habe hier einfach mal so ein Buch genommen, deswegen will ich auch nicht einblenden, das hat ja nicht gestimmt. Was geschrieben, habe auf Done geklickt, ich kann es immer wieder bearbeiten, das ist ein Tagebuch oder ähnliches. Wenn ich es jetzt im Amboss umbenenne, nehme ich einfach reinschreibe, rein irgendwas reinteste. Thirst. So, hast du Thirst umbenannt. Kann das hier nehmen, theoretisch, und es ist nicht signiert, also ich kann Rechtsklick machen und ich kann wieder ergänzen, auf Done klicken und dann heißt es immer noch Thirst hier unten. Also daran liegt es anscheinend nicht. Deswegen, was mir sonst noch aufgefallen ist, ist Folgendes. Und zwar, dass sich immer wieder Sounds wiederholt abspielen, nachdem irgendwie ich, folgendes Beispiel. Ich habe hier das Buch umbenannt im Amboss. Achtung. Amboss-Geräusch. Und jetzt habe ich es einfach nur geöffnet. Jetzt mache ich gerade gar nichts am Amboss. Aber wenn ich jetzt auf Done klicke, wird wieder das Amboss-Geräusch kommen. Obwohl ich gerade das eben, ich habe dir eben gerade gehämmert, habe das Buch aufgemacht, um zu lesen. Wenn ich jetzt schließe, kommt wieder das Amboss-Geräusch. Achtung. Ja, einfach so. Die Geräusche wiederholen sich teilweise. Ich glaube, es liegt daran, dass wenn ein Geräusch abgespielt wird, du aber mit Hilfe eines Rechtsklicks und der Art dann dein Spiel pausierst, ich glaube, wenn du hier drin schreibst, ist die restliche Welt irgendwie pausiert, dass das Geräusch, was nicht fertig abgespielt wurde, einfach nochmal eben, hier unten wird alles pausiert, komplett anfängt, sich von vorne erneut abzuspielen. Das ist irgendwie manchmal ein bisschen creepy. Das hatten wir auch schon bei Villagern, die ganze Zeit im Ho-Ho gemacht haben, wenn du einen Command-Block reingeschaut hast und rausgeschaut hast. Nun gut, das war so, was mir an der Stelle aufgefallen ist. Das Einzige, was mir an der Stelle auch noch einfällt, eventuell kann ich es mal im Game Mode 0 probieren. Wenn ich mich jetzt hier das Ding, Achtung, ich kann es noch beschriften und okay. Wenn ich das jetzt hier umbenenne im Amboss, too expensive. Ah, es wurde schon so oft umbenannt. Ja gut, dann muss ich das nicht mehr machen. Aber ich denke mal nicht, dass es daran liegt. Egal. So, dann wäre es das eigentlich auch schon von der Stelle gewesen, von den 5 Sachen für heute. Ein bisschen mysteriös und so. Irgendwie voll komisch und wäre und keine Ahnung, ist meine Welt einfach nur am Arsch oder. Weil in diesem Chunk hat es immer gegangen, in diesem Chunk hat es nicht gegangen. Irgendwann bei einer Versionsumstellung sind einfach mal 2 Chunks rausgerissen worden. Witzigerweise nicht bis zum Bedrock, sondern nur bis zu hier dieser Höhe und
Ich habe nicht selbst gebuddelt, das ist einfach so ein Loch, was entstanden ist. Ich habe halt die Chunks gefüllt mit eigenem gebauten Zeug, so schon ewig her. Naja, da ging's wieder nett und keine Ahnung, es sind 32 Blöcke, 16, einfach so wirklich die ganzen. Wie gesagt, mich hat's gewundert, ich habe keinen Plan, wieso, weshalb, warum. Das ist mit den Trommelwirbel. Nein. Golem. Dass hier so viele Pferde im Weg sind. Bewegt eure Pferde eher schnell zur Seite. Okay, da geht's wieder. Hier geht's wieder nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Keine Ahnung. Feierabend. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Lasst krachen und tschüss.